letztendlich, ja, aber es ist ähnlich, wie ich es vor dem Supercup gesagt habe. Erling Haaland ist ein Spieler, der stets gefährlich ist, vor allem in Momenten, wo man selber am Ball ist. Das ist so das Tückischste, weil er einfach eine große Gabe hat, sich in Zwischenräumen zu bewegen und immer wieder so ein bisschen im Rücken des Ballbesitzspielers sich zu bewegen und dann zu warten, falls ein Ballverlust passiert, um dann einfach mit seinem Speed auch umzuschalten. Und das wird so das Wichtigste sein, dass im eigenen Ballbesitz die Schnittstellen sehr schnell schließen, dass wir eine gute Mannbindung aufbauen, bevor wir unter Umständen einen Ballverlust haben. Da hatten wir im Supercup immer ganz gute Aktionen, wo wir noch nachverteidigt haben, aber es gab trotzdem zu viel, wo er umschalten konnte mit Tempo. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Ja, am Ende ist dann auch ein Kollektivthema, wie viel Druck wir dann auch bei Ballverlust haben, dass der Gegner nicht umschalten kann, wie viel Druck wir natürlich auch im Anlaufen machen, dass einfach die Zuspiele, die natürlich mit einer großen Qualität kommen beim BVB, nicht so viel beim Erling Haaland dann vorne ankommen. Und dann wird es auch ein Thema sein für Dortmund, wie sie Levi verteidigen das Team, was den Top-Stürmer beim Gegner besser ausschaltet, erhöht auf jeden Fall mal die Chancen auch zu gewinnen. Es ändert sich vom Personal ein bisschen was beim BVB gegenüber dem Supercup, aber Erling ist es nicht, der hat im Supercup auch gespielt. Ich habe mich eigentlich vom Anbeginn seiner verletzten Zeit, war mir relativ klar, wenn es irgendwie geht, dass er in diesem Spiel spielen wird und dass sehr viel seiner Reha wahrscheinlich darauf ausgelegt sein wird, dass er in diesem Spiel wieder zur Verfügung steht. Von dem her ist das für mich jetzt nicht überraschend gewesen und ich saß auch nicht zu Hause und habe Daumen gedrückt, hoffentlich ist er noch verletzt, weil ich das keinem Spieler der Welt wünsche, dass er verletzt ist. Ja, er ist ein guter Spieler und er ist wichtig für das Spiel vom BVB. Wir bereiten uns nicht anders vor, weil wir uns immer so vorbereitet hätten, wie wenn er spielt. Und genau das wird der Fall sein. Und ja, wie wir versuchen, ihn zu stoppen, habe ich schon gesagt. Gleiche Aufgabe hat nochmal auch der BVB, den besten Stürmer der Welt zu stoppen. Und demnach wird es auch, was diese beiden Personalien, aber auch sehr viele andere Personalien betrifft, ein hoffentlich auch für euch interessantes und spannendes Spiel mit vielen sportlichen Berichterstattungsmöglichkeiten im Anschluss.